diese blöde Aufgabe. Was kommt denn da raus? Ja, jetzt habe ich die Lösung. Und dann bin ich auch fertig mit meinen Hausaufgaben. Endlich. Oh, das war echt anstrengend heute. Um mich ein bisschen zu entspannen, mache ich mir mal Musik an. Und dann wird getanzt. Oh, ich liebe diesen Song. Und los geht's. Drehung. Und einen Schritt rückwärts. Und wieder einen Schritt nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Hände zu den Füßen. Hanna, was machst du denn da? Ups, hey Mama, ich tanze. Das sieht man ja wohl. Sieht das nicht toll aus? Das sieht toll aus, aber wir haben gleich den Friseurtermin. Also ein paar Minuten hast du noch, aber am besten treffen wir uns gleich unten und dann fahren wir los. Friseurtermin, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ach ja. Wie will ich mir denn die Haare machen? Ich glaube, ich sollte vorher noch mal einen Blick in den Spiegel werfen. Spieglein, Spieglein, in meiner Hand. Wer ist die Schönste in ganz Playmobil City? Wie könnte ich mir denn die Haare mal machen? Ich habe so tolle Sachen in so einer Zeitschrift gesehen. Und bei mir in der Schule ist auch ein Mädchen, die hat ganz tolle Haare. Das Problem ist nur wieder, wenn Mama mitkommt, erlaubt die das nicht. Ich will auf jeden Fall eine Veränderung. Da bist du ja, Hanna. Kannst losgehen? Ja, Mama, aber du, ich wollte dich was fragen. Kann ich alleine gehen? Wirklich, Hanna? Ach, du bist so schnell groß geworden. Jetzt willst du sogar schon alleine zum Friseur gehen. Aber eigentlich wäre ich total gerne mit dir mitgegangen. Das wäre doch toll, wenn wir zusammen da sind, oder? Ach, komm schon, Mama. Lass mich alleine gehen, bitte. Ach, na gut. Hier hast du das Geld. Tschüss, Mama. Bis später. Und vielleicht wirst du mich ja nicht wiedererkennen. Hanna? Was hat Hanna nur mit ihren Haaren vor? Vielleicht sollte ich deswegen nicht mitkommen. Hallo, guten Nachmittag. Ich habe einen Termin. Oh, diese Perücke, die neu eingetroffen ist, die sieht echt zauberhaft aus. Ganz, ganz toll. Ach, Hanna, du bist ja schon da. Du bist heute übrigens meine einzige Kunde mit Termin. Alle anderen kommen einfach so rein. Dann werde ich mich mal gleich hier hinsetzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann können wir ja direkt starten. Hast du irgendeine bestimmte Vorstellung, wie deine Haare aussehen sollen? Ich hätte gerne... Vielleicht habe ich auch was mit den Ohren, aber ich habe dich gerade nicht verstanden. Wie war das? Also, ich hätte gerne... Ach so, jetzt habe ich dich verstanden. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Ich glaube, dafür habe ich auch alles da. Oh, wow. Wie sehen denn die Haare von dem Mädchen aus? Wie eine Prinzessin. Das hätte ich auch gerne. Natalie, kommst du bitte? Wir wollen weiter. Boah, Mama, das kannst du dir nicht vorstellen. Da war ein Mädchen, so alt wie ich, und die bekommt ganz tolle Haare. Also, das sah richtig toll aus, wie bei einer Prinzessin. Wie bei einer Prinzessin? Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, aber wenn du meinst, lass uns weiter. Oh, Mama, ich hätte auch gerne so Haare. Komm, schau es dir doch mal wenigstens an. Ach, Natalie, wir müssen wirklich weiter. Wir haben keine Zeit für sowas. Du kannst mir das später zeigen, vielleicht im Internet oder so. Oh, Hanna, das sieht wirklich toll aus. Das hat echt gut geklappt. Ich werde dir noch ganz schnell die Haare trocken föhnen. Ist die Temperatur so angenehm? Ja, das ist gut. Und ich bin schon so gespannt. Darf ich es jetzt sehen? Einen ganz kleinen Moment noch. Ich würde dir gerne noch eine Schleife in die Haare machen. Was habe ich hier denn noch für welche? Ich glaube, die passt ganz gut. Also die Schleife, die wird die Haare richtig zur Geltung bringen. Passt perfekt. So, Hanna, also ich habe dir noch die Spitzen geschnitten und jetzt mache ich dir noch deine Haare zu einem schönen Zopf und dann bist du eigentlich auch fertig. Darf ich es dann endlich sehen? Ja. Achtung, hier kommt der Spiegel. Ich hoffe, so hast du dir das vorgestellt. Also, ich bin super begeistert. Ich könnte mir das selbst bei mir selber vorstellen. Ob mir das stehen wird? Oh, wow. Das ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Oh, ist das schön. So hat das Mädchen bei mir in der Schule auch. Richtig tolle, goldglänzende Haare. Wie eine Fee oder eine Prinzessin. Oh, wissen Sie was? Sie haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Danke! Also diese Tönung, die ist wirklich klasse. Die haben wir ganz, ganz neu im Salon. Und jetzt konnte ich sie endlich mal ausprobieren. Super! Aber ewig wird diese Haarfarbe nicht halten. Wahrscheinlich nur ein, zwei Haarwäschen. Dann ist sie wieder raus. Eigentlich schade. Das könnte für mich eigentlich ewig halten. Ich leg das Geld hier hin. Alles klar, danke schön. Einen schönen Tag noch. Tschüss! Hallo Mama, ich bin wieder da. Hanna, ich bin hier drüben im Wohnzimmer. Komm doch rüber. Mama, also ich komme sofort hinter der Pflanze hervor. Aber nicht schimpfen, okay? Hanna, wie sehen denn deine Haare aus? Ich habe goldene Haare. Ja, ich sehe das. Hanna, so haben wir das nicht abgesprochen. Ich dachte nur Spitzen schneiden und jetzt sowas? Mama, ich finde, das sieht so toll aus. Gefällt es dir denn überhaupt nicht? Ach, Hanna, das sieht schon toll aus und es steht dir auch wirklich gut. Aber so lange hält es doch nicht, oder? Geht das nach dem Haarewaschen raus? Ja, ein, zwei Haarwäschen, dann ist es wieder raus.
Pia, echt toll, dass wir uns heute verabreden konnten. Ja, finde ich auch. Wurde echt mal wieder Zeit. Ah, oh, dieses Lied finde ich super. Wollen wir uns dazu nicht vielleicht einen Tanz ausdenken, eine Tanzchoreografie? Oh, das wäre cool. Ich habe auch schon Ideen, was wir für Schritte machen können. Weißt du noch, als wir zusammen in der Tanz-AG waren? Ja. So, wir starten hier. Beide Beine nebeneinander. Genau. Und dann gehen wir einen Schritt nach vorne und drehen uns im Kreis. Und der eine Arm, der rechte, der muss hoch. Pia, so? Genau, und jetzt einen Schritt nach vorne. Oder was meinst du? Wollen wir uns nicht einmal so runterbeugen und dann wieder nach oben strecken? Genau so, und dann die Arme hoch. Ich finde den Tanz echt cool, den wir uns ausgedacht haben. Das können wir jetzt die ganze Zeit hintereinander machen. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder alles vergessen. Was macht ihr denn hier? Warum reißt ihr denn eure Hände so in die Höhe? Ist irgendwas los? Tessa, was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht, dass du kommst. Also ich wusste auch nichts davon. Meine Mutter hat mich einfach hier abgesetzt und jetzt meinte deine Mama, dass ich einfach nach oben gehen soll, um mit euch zu spielen. Also mir passt das auch nicht. Und könntet ihr mir vielleicht mal erklären, was das eben gerade sollte? Was war denn das? Was habt ihr denn hier gemacht? Ganz normal einfach. Also Hannah und ich sind verabredet und dann machen wir halt solche Sachen wie tanzen und üben gegenseitig irgendwelche Tanzschritte und Choreografien. Also das ist ja wirklich total merkwürdig. Sowas würde ich mit meiner Freundin niemals machen. Also wenn ich mich mit meiner Freundin treffe, dann treffen wir uns auch am liebsten in unserem richtig tollen Café und da trinken wir dann einen Smoothie. Oh Tessa, dieser neue Green Smoothie, der ist wirklich total gut und bestimmt auch richtig gesund. Also meiner schmeckt auch hervorragend. Wollen wir uns nicht vielleicht noch ein Stück Kuchen oder so mitnehmen? Oh, ich nehme auf jeden Fall ein Stück von der Himbeertorte. Davon nehme ich auch eins und dann können wir ja weiterziehen. Also es war wirklich eine tolle Idee, hier in den Reitladen reinzugehen. Hier war ich ja noch gar nicht. Also ich brauche ein paar Sachen ganz dringend für mein Pferd. Die werden wir sicher hier bekommen. Ich brauche für mein Pferd Princess dringend ein neues Halfter. Also ich würde mir eigentlich auch ganz gern was holen, aber ich habe ja gar kein Pferd. Das lässt sich bestimmt ändern. Schau mal, Tessa, was ich hier gefunden habe. Das nehme ich auf jeden Fall mit für Princess. Ist das nicht toll? Das ist ja wirklich sehr schön, was du dir da ausgesucht hast. Aber das musst du nicht selber tragen. Ich rufe kurz meinen Chauffeur. Hallo, können Sie kurz kommen? Friedrich, das könntest du schon mal ins Auto bringen. Wir werden nur noch ganz kurz bezahlen. Danke. Alles klar, Fräulein Schnösel, wird sofort gemacht. Also wenn ich mir jetzt hier irgendwas holen will, dann bräuchte ich auf jeden Fall ein Pferd. Aber vielleicht könnte ich ja mir auch ein Accessoire zulegen für den Anfang. Tessa, was hältst du von diesem Hut? Also, den finde ich ganz, ganz große Klasse. Ein pinker Zylinder. Ganz außergewöhnlich, genauso wie ich. Ach, hallo Mädels. Soll das getrennt oder zusammen gehen? Also, der Sattel und das Halfter, das sind 900 Euro? Kein Problem, ich mache das heute. Das ist ein Geschenk für meine Freundin. Also, alles zusammen. Dann wären das bitte 1.300 Euro. Hier, bitteschön. Ich zahle mit meiner Kreditkarte, wenn das in Ordnung ist. Ja, natürlich ist das in Ordnung. 1.300 Euro einfach mal so vom Taschengeld? Fräulein Schnösel, wo kannst du jetzt als nächstes hingehen? Wo soll ich Sie hinfahren? Friedrich, ich brauche selbstverständlich jetzt auch noch ein Pferd. Bitte fahren Sie uns also zur Pferdezucht. Fräulein Schnösel, da werden wir. Ich hoffe, das ist hier in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte, aber was soll denn das hier werden? Warum fahren Sie denn mit Ihrem Porsche hier bis auf den Rasen von mir? Also Pferdefans gibt's ja viele, aber dass mir jemand direkt hier auf den Hof fährt, das hatte ich noch nie erlebt. Also, dieses Pferd da, das entspricht meinen Vorstellungen im vollen Umfang. Das würde ich gerne haben. Ja, Tessa, du hast recht, das ist wirklich eine wunderschöne Stute. Ach, das finde ich auch. Also für mich nur das schönste Pferd. Also, das hätte ich gerne. Was soll das denn kosten, bitte? Kann ich hier auch mit Kreditkarte bezahlen oder geht das nur bar? Stopp. Also dieses Pferd, das ist nicht zu verkaufen. Das ist meins. Das ist Lucy und mit dem Pferd habe ich schon viele Preise gewonnen. Das ist nicht zu verkaufen. Ach, viele Preise hat es auch schon gewonnen. Ja, dann ist es definitiv ein Pferd für mich. Also, wie viel bitte? Also, jetzt nun wirklich. Ich habe dir bereits gesagt, dass das Pferd nicht zu verkaufen ist. Wäre eine Summe von 150.000 Euro in Ordnung? Und diesen Wagen, um das Pferd zu transportieren, den hätte ich natürlich auch noch gern dazu. Wie viel macht das dann insgesamt? Oh, Tessa, ich finde, das ist eine ganz tolle Wahl. Wir können bald zusammen Ausritte machen. Friedrich, den blauen Porsche, den lassen wir jetzt erstmal hier. Den werden wir dann später abholen. Wir werden erstmal mit dem Pferdewagen weiterfahren, mit dem grünen hier. Fräulein Schnösel, ja, wie Sie möchten. Also ich freue mich wirklich riesig, dass wir uns auf die Summe jetzt einigen konnten. Vielen herzlichen Dank. Komm, meine Schöne. Lucy wirst du natürlich jetzt nicht mehr heißen. Ich nenne dich Königin Victoria. Oh, mach's gut, Lucy. Ich werde dich vermissen, aber zu 150.000 Euro konnte ich wirklich nicht Nein sagen. Was für ein verrückter Nachmittag, sowas ist mir ja noch nie passiert. Also, das Pferd ist jetzt drin. Es kann jetzt meinetwegen weitergehen. Also, alle einsteigen. Vielleicht machen wir noch einen kurzen Stopp bei unserem Lieblingsrestaurant. Ich könnte ein Drei-Gänge-Menü vertragen.
Ach, Friedrich, ich hab's mir anders überlegt. Könnten wir vielleicht doch in den Freizeitpark fahren? Und da sollen die ruhig die ganze Achterbahn für uns sperren. Nur wir wollen fahren. Ja, und das ist im Prinzip schon ein ganz normaler Tag, wenn ich mich mit meiner Freundin treffe. Tessa, habe ich das richtig verstanden? Du hast dir einfach so ein Pferd gekauft? Also, wenn Pia und ich uns verabreden, dann spielen wir mit meinem Hasen Pia. Ja, und manchmal, dann bringen wir Pia auch neue Kunststücke bei. Pia, hast du Lust zu malen? Wir könnten doch ein riesengroßes, schönes Poster zusammen malen. Ah, das wäre cool. Vielleicht können wir das ja dann später aufhängen. Das wäre richtig schön. Unser Poster haben wir jetzt fertig, Pia. Was hältst du davon, wenn wir jetzt Mama und Papa mal fragen, ob du heute hier übernachten darfst? Das wäre super. Dann können wir eine Pyjama-Party machen und uns bis in die Nacht Geschichten erzählen. Oh ja. Eine Pyjama-Party? Habe ich das gerade richtig gehört? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Oh Mann, Tessa und ich haben anscheinend völlig verschiedene Vorstellungen davon, was man mit seiner Freundin so unternimmt, wenn man sich verabredet. Also, ihr könnt gerne abstimmen. Ist es bei euch eher so wie bei Tessa oder wie bei Pia und mir? Könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr mit eurer besten Freundin am liebsten macht. Na, Hannah, was machst du? Bist du schon mit deinen Hausaufgaben durch? Ja, alles fertig. Ich habe vorhin im Radio gehört, dass es heute eine große Modenschau hier in Playmobil City gibt. Oh, wie toll. Oh, da würde ich total gerne hingehen, Mama. Also von mir aus können wir da gerne hingehen. Der Eintritt ist doch frei. Wollen wir losziehen? Oh ja, Mama. Das wird toll. So, da wären wir jetzt. Da sind doch noch andere Leute gekommen außer uns. Und ich dachte schon, hier wird's total leer. Hannah, du siehst übrigens toll aus. Danke, Mama. Also ich finde, du siehst auch toll aus. Wir haben uns echt schöne Kleider angezogen. Wo wollen wir uns denn hinsetzen, Mama? Ach, am besten suchen wir uns einfach einen Platz. Oh, die Stühle hier sind echt bequem. Das sind fast so Sitzsäcke. Also ich glaube, wir haben ganz gute Plätze erwischt, oder? Und da vorne geht's auch schon los. Ist das eine Moderatorin? Oh, die letzten Vorbereitungen, gleich geht die große Modenschau los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben alle gute Laune mitgebracht und freuen sich auf unsere ganz besondere Modenschau. Wenn Sie hier heute ganz gewöhnliche Models erwarten, dann stimmt das nicht. Wir haben heute ganz, ganz besondere Models. Sie werden sehen. Oh, und da hinten sehe ich auch schon unser erstes Model. Wow, ist die groß. Sie ist riesig. Boah, Mama, ist das ein Traum? So riesengroße Frauen habe ich ja in Playmobil City noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber das Kleid ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, da hast du recht. Also das sieht bestimmt schön aus im Sommer, wenn man so ein Kleid anhat. Es sind total meine Farben. Ich glaube, mir würde das auch gut stehen. Glaube ich auch, Mama. Ja, vielen Dank an unser erstes Model. Und da kommt, glaube ich, auch schon die nächste. Mama, das ist wieder so eine Riesenfrau. Also ich muss mich wirklich hinstellen, sonst kann ich gar nichts sehen. Wow, diese Haare. Oh, die Haare sind echt toll, Mama. So Haare hätte ich auch gerne. Mit pinken Strähnen. Und das Kleid mit den Herzchen finde ich auch toll. Ja, das ist echt schick. Genau mein Look. Und da kommt auch schon unser nächstes Model. Das ist auch ein echt schönes Kleid, Mama. Schau mal die Blumen. Wenn die heute im Radio gesagt hätten, dass so außergewöhnliche Models heute zu dieser Modenschau kommen. Ich glaube, dann wäre hier die Bude voll. Da wären noch viel, viel mehr Leute gekommen. Gibt's denn diese Kleider wohl auch in unseren Größen? Die sind doch viel zu groß für uns. Das habe ich mich auch schon gefragt. Einige werden sich sicher schon gefragt haben, ob es die Kleider auch in unseren Größen gibt. Ja, die gibt es auch genau in unserer Größe, also auch in klein. Jetzt kommt auch ein ganz tolles Kleid in pink mit Gold. Wow, das sieht echt richtig festlich aus. Und guck mal, der Armreifen, der passt sogar dazu. Aber Mama, hast du gesehen, wie riesengroß die Füße von der Frau sind? Stimmt, Hannah. Ich glaube, Emma könnte sich in diese Schuhe reinlegen. Aber vom Stil her gefällt mir gut. Oh, das Kleid gefällt mir besonders gut. Das ist ja ein Glitzerkleid. Oh, das finde ich auch toll, Mama. Mama, kann ich so ein Kleid vielleicht haben? Stell dir vor, damit würde ich zur Schule gehen. Das wird so schimmern und glitzern. Hannah, ich glaube, das ist nichts für die Schule. Das ist eher ein Abendkleid, wenn man mal schick essen geht oder auf eine Party. Das könnte eher was für die Schule sein. Das mit den Früchten. Sieht richtig sommerlich aus. Mama, das ist auch wieder das Model mit den tollen Haaren. Mit den pinken Strähnen. Wie lange das wohl gedauert hat, bis die Haare so lang geworden sind. Vielleicht hat sie die ja sogar noch nie geschnitten. Mama, weißt du noch, als ich bei Playmobil's Next Topmodel war? Playmobil's Next Topmodel Kids? Da haben wir auch Modenschauen gemacht. Boah, das ist ja bunt. Das ist ja ein Regenbogenkleid. Also Hannah, ich bin nicht so begeistert davon. Das erinnert mich irgendwie an einen Zirkus. Stimmt, an ein Zirkuszelt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten schon viel Spaß. Jetzt kommt nämlich leider schon unser letztes Model. Dafür aber mit einem außergewöhnlich schönen Kleid. Ach, schade. Das ist jetzt schon der Abschluss der Modenschau. Ich könnte ewig hier zugucken. Ich auch. Das ist echt spannend.
Und das Kleid, das finde ich auch schön. Das glänzt so toll. Ach, schade. Das war's wohl schon. Dann müssen wir wohl gleich nach Hause. Aber gut, dass wir hier hingegangen sind, Mama. Finde ich auch. Sonst hätten wir echt was verpasst. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und schön, dass Sie da waren. Und wenn Ihnen ein oder zwei Kleider gefallen haben, können Sie die heute Abend hier auch schon vorbestellen. Also, das eine oder andere Kleid hat mich wirklich überzeugt. Aber ich denke, ich werde mir nichts vorbestellen. Mir hat das Glitzerkleid am besten gefallen. Und euch? Hattet ihr auch ein Lieblingskleid? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Was meinen Sie damit, Herr Schnösel? Sie wollen das Prinzessinnen-Schloss kaufen? Ja, genau. Ich bin Nils Schnösel und ich will dieses Schloss kaufen. Aber dieses Schloss ist nicht verkäuflich. Sie können doch nicht alles kaufen. Nicht ganz Playmobil City. Also, alles hat ja seinen Preis. Und deshalb frage ich mich, wie teuer ist dieses Prinzessinnen-Schloss? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht 100 Euro? 100 Euro, sagen Sie? Hier haben Sie die 100 Euro. Emma, führst du wieder Selbstgespräche? Also, du hast ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Puppen, die du sprichst. Wer ist das denn? Ach, Mama, das ist Nils Schnösel und er wollte gerade mein Prinzessinnen-Schloss kaufen. Okay, Nils will das Prinzessinnen-Schloss kaufen. Ja, er hat ja auch gerade erst das Einkaufszentrum gekauft, aber 100 Euro? Wo hast denn du die her? Sind die echt? Das ist doch gar kein Spielgeld. Das Geld gehört nicht mir, das gehört Nils Schnösel. Der wollte damit das Schloss kaufen, habe ich doch gerade schon gesagt. Also gut, Nils, woher hast du dieses Geld? Ich habe das aus der Brieftasche genommen. Aus meiner Brieftasche hast du die 100 Euro genommen, Emma? Ich meine, Nils, aber das kannst du doch nicht einfach machen. Aber, Mama, das war doch nur zum Spielen. Emma, aber mit richtigem Geld spielt man nicht, dafür hat man Spielgeld. Ich nehme jetzt die 100 Euro mit, davon wollte ich einkaufen gehen. Oh, na toll. Und wie soll ich jetzt zu Geld kommen? Ich wollte gerade mein Schloss verkaufen. Alles umsonst. Du hast es total vermasselt, Nils. Mann, ich bin stinksauer auf dich. Das hast du jetzt davon. Blöder Nils. Also, Emma, muss man darüber wirklich nochmal aufklären. 100 Euro einfach aus dem Portemonnaie genommen. Oh, wenn ich jetzt einfach an der Kasse gestanden hätte ohne Geld, das wäre ziemlich peinlich geworden. Ich muss irgendwie anders an Geld kommen. Vielleicht hat Mama ja eine Idee. Mama, ich brauche Geld. Emma, Kinder in deinem Alter haben noch kein Geld. Und hin und wieder geben wir dir doch was, damit du dir eine Kleinigkeit kaufen kannst. Aber ich brauche ganz viel Geld, damit ich mir noch größere Sachen kaufen kann. Ach, Emma, wenn du groß bist, dann bekommst du jede Woche dein Taschengeld. Aber so gebe ich dir auf jeden Fall kein Geld und schon gar nicht 100 Euro. Und wenn du dann noch älter bist, dann könntest du dir einen Job suchen. Einen Job suchen? Toll! Ich bin viel zu klein, um zu arbeiten. Emma, manche Kinder machen doch auch einen Flohmarkt und verkaufen ihr altes Spielzeug oder irgendwelche Bilderbücher oder so. Das meinte ich mit Job. Oh, einen Flohmarkt machen? Das ist eine gute Idee. Da werde ich stinkreich mit. Aber was macht er denn mit dem Pferd da? Ach so, striegeln. Also ich fand die Serie irgendwie früher besser. Die gefällt mir gar nicht mehr gut. Hanna, darf ich dich ganz kurz stören? Oh, Mama, du hast dich ja total angeschlichen und ich habe mich erschreckt. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du so in deine Serie vertieft bist. Ich habe mich gefragt, ob du später auf Emma aufpassen kannst. Ich wollte gleich los zum Kochclub. Ja, mache ich, Mama. Ich gucke gerade noch die Folge zu Ende und dann schaue ich mal nach Emma. Emma? Ich gehe dann los, ne? Hanna, passt auf dich auf. Ja, Mama, ich hab's gehört. Ist gut. Wie viel wohl dieser Handschuh mit dem Ball wert ist? Vielleicht 500 Euro? Ach, jetzt ist die Serie zu Ende. Und irgendwie ist es so still, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ich werde mal nach Emma sehen. Nicht, dass Emma wieder auf die blöde Idee kommt, Blödsinn zu machen. Was machst du da, Emma? Ich soll ja auf dich aufpassen, also kein Quatsch machen. Ich habe hier ein paar Sachen. Ich glaube, die braucht Julia nicht mehr. Und ich dachte, die könnte man ja verkaufen. Und da wollte ich dich fragen, ob wir nicht zusammen Flohmarkt spielen wollen. Ja, Flohmarkt, das klingt gut. Das können wir gerne spielen. Also ich mag das, Sachen zu verkaufen. Ich hol kurz Zettel und Stift, dann können wir uns Preise aufschreiben und die an die Sachen kleben. So, alles ist bereit. Also du musst jetzt sagen, wie viel du dafür haben möchtest und dann schreibe ich die Zahl auf und dann können wir die da dran kleben. Also der Handschuh mit dem Ball, so 500 Euro. Ach, 500? Ich glaube eher 5. Okay. Und das Auto, 300 Euro. Ach nee, Emma, das ist doch auch schon ein bisschen kaputt. Also ich glaube eher 3 Euro. Ich nehme das schon mal alles mit runter, dann können wir vielleicht unten auch noch mehr Preise auf die Sachen kleben für den Flohmarkt. Wir können auch zum Beispiel den Herd verkaufen. Was kostet der wohl? Ich glaube, der Herd, der kostet so 100 Euro. Schreibe ich gleich dran. Und so ein Stuhl, vielleicht so 1000 Euro?
Ach Emma, du hast echt komische Preisvorstellungen. Ich würde so sagen 20 Euro. Man muss auf dem Flohmarkt günstige Preise machen, sonst wird man nichts los. Na gut, ich habe auch eine ganz gute Idee, weil das müssen ja auch alle wissen, dass Flohmarkt ist. Wir müssen ein ganz großes Plakat schreiben, wo Flohmarkt draufsteht. Ja, das ist eine gute Idee. Ein Riesenplakat. Oh. Das ist echt riesig geworden. Ja, kannst du noch eins davon machen? Haben wir noch so viel Papier? Bestimmt. Weil das andere Plakat, das brauchen wir für draußen. Für das Haus von außen. Für draußen? Ach, 3 Euro für dieses Auto. Also da wird sich mein Kleiner sehr drüber freuen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Was? Nur 30 Euro für diesen Kaffee-Vollautomat? Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. Oh, 20 Euro für diesen Stuhl. Der passt super in meine Küche. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, der Flohmarkt läuft richtig gut. Also noch hat niemand was gekauft. Aber alle finden die Sachen gut, die wir verkaufen wollen. Also ich hätte gern diesen Stuhl. Könnt ihr wechseln? Wechseln? Also Sie können den Stuhl haben und ich nehme das Geld. Das ist doch gewechselt. Kinder, ich bin wieder zurück. Hannah, Emma? Was ist denn hier los? Was machen die ganzen Leute hier bei uns in der Küche? Wer sind sie? Ach, guten Tag. Können Sie vielleicht diesen 100-Euro-Schein wechseln? Ich würde gerne den Stuhl kaufen. Wie bitte? Diesen Stuhl? Nein! Geben Sie mir sofort den Stuhl zurück. Der ist nicht verkäuflich. Was machen Sie überhaupt hier in meinem Haus? Also den Stuhl hatte ich zuerst. Das ist doch hier ein Flohmarkt. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist meiner. Was sagen Sie? Flohmarkt? Jetzt sehe ich es auch. Ein Flohmarkt hier bei uns im Haus, alle raus. Damit war ich überhaupt nicht einverstanden. Alle Sachen liegen lassen. Es ist nichts verkäuflich. Oh, Kinder, könnt ihr mir mal erklären, was das hier gerade sollte? Ein Flohmarkt? Warum verkauft ihr denn unsere Sachen? Also, ich dachte, es wäre nur ein Spiel. Also, immer wollte das mit mir spielen. Und plötzlich hing draußen ein Plakat und alle Leute sind reingekommen. Das ist total eskaliert. Ja, ich wollte die Sachen verkaufen, weil ich bin jung und ich brauche das Geld. Hannah, bist du noch wach? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht, Mama. Bis morgen, schlaf schön. Und ich muss morgen erst zur zweiten. Denk dran, nicht so früh wecken. Alles klar, dann gute Nacht und süße Träume. Mal sehen, was ich heute träume. Wo bleibt denn Hannah eigentlich? Es ist doch schon spät. Keine Ahnung, wo Hannah bleibt, aber da kommt Reggie. Hey Leute, guten Morgen. Na, habt ihr alle die Hausaufgaben gemacht? Also falls nicht, könnt ihr die auch gerne bei mir abschreiben. Gar kein Problem. Klar haben wir die Hausaufgaben gemacht. Sag mal, Reggie, weißt du, wo Hannah ist? Ist sie heute vielleicht auch krank? Ach, du, Pia, das weiß ich gar nicht. Also gestern Nachmittag, als ich mit ihr telefoniert habe, war noch alles gut. Wir haben über die Hausaufgaben geredet und klang sie eigentlich noch ziemlich fit. Ich denke mal, dass sie gleich kommt. Guten Morgen, Leute, da bin ich. Ach, Hannah, ich dachte schon, du wärst krank. Gut, dass du doch noch gekommen bist. Ah, Hannah, da bist du ja endlich. Also wir haben schon angefangen, uns Sorgen zu machen. Ach, bei mir ist alles gut. Ach, zum Glück bist du da. Ich hab dich echt vermisst. Lass dich erstmal drücken. Ich dich auch. Hier, verehrte schöne Dame, möchten Sie sich vielleicht setzen? Machen Sie es gemütlich. Danke, Richie. Das ist total lieb von dir. Du bist so süß. Oh, deine Haare, die duften so wunderschön. Wie ein Sommermorgen. Ja, ist das deine neue Pflegespülung? Oh Mann, dass dir sowas auffällt. Aber ja, natürlich. Das ist mein neues Einhorn-Shampoo. Oh mein Gott. Guck dir die mal an, John. Also die sind am ganzen Tag nur, oh, du bist so hübsch. Nein, du bist so toll. Nee. Boah, das geht mir sowas auf die Nerven. Dave, also ich merke es in letzter Zeit. Immer wieder diese Sprüche. Du bist doch einfach nur neidisch, eifersüchtig, dass du keine Freundin hast. Hannah ist einfach so eine tolle Freundin, dafür kann ich doch nichts. Also das solltest du respektieren. Ja, war ja klar. Genau, Mr. Oberstreber und super verliebt. Tut mir leid, aber das, was ihr macht, damit kann ich gar nichts anfangen, gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Ach, Richie, beruhig dich doch. Er ist es nicht wert. Die ganze Zeit schon die letzten Tage. Dreh dich doch nicht auf. Komm, dreh dich einfach um. Aber man muss sich auch irgendwie verteidigen. Richie-Lein, diese Mobber. Ich mag's echt nicht, wenn du dich aufregst. Beruhig dich doch. Ja, okay, für dich. Hannah, diese Momente zeigen mir immer wieder, dass du das tollste Mädchen auf der Welt bist. Danke. Oh mein Gott, was war das denn? Ein Albtraum. Oh, hab ich das geträumt? Hannah, alles in Ordnung bei dir? Was ist denn los? Oh Mama, sag schon, wie heißt mein Freund? Also mit wem bin ich zusammen? Wie heißt der Junge, mit dem ich zusammen bin? Sag schon. Hannah, alles in Ordnung bei dir? Also, du bist seit über einem Jahr mit Dave zusammen. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Oh, Gott sei Dank. Das war alles nur ein Traum. Schlimmer hätte es auch echt nicht sein können. Zusammen sein mit Richie, das geht gar nicht. Also, anscheinend hat sie wirklich schlecht geträumt. Hannah, machst du dich bitte fertig für die Schule? Oh Mann, so ein verrückter Traum. Das muss ich unbedingt Pia erzählen, wenn ich in der Schule bin. Und ich glaube, Dave erzähle ich das lieber nicht. Nicht, dass er noch eifersüchtig wird oder das irgendwie falsch versteht. Also, ich will doch gar nicht mit Richie zusammen sein.
Hey Pia, guten Morgen. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Du glaubst nicht, was ich geträumt habe. Hey Hannah, ja, los, schieß los. Was gibt's denn? Boah, ich muss mich erstmal hinsetzen. Das war echt ein Albtraum. Also der schlimmste Traum, den ich jemals in meinem Leben hatte. Oh, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Worum ging's denn in dem Traum? Pia, du wirst es nicht glauben. Also in meinem Traum, da war ich nicht mit Dave zusammen. Oh, Hannah, das tut mir wirklich leid für dich. Und war das schlimm mit dem Liebeskummer und so? Nein, Pia, du hast das falsch verstanden. Also, ich hatte stattdessen einen anderen Freund. Und du wirst nicht glauben, wer? Keine Ahnung. Irgendjemand hier aus unserer Klasse? Mr. Handsome vielleicht? Und der nächste Tag in dieser Streberschule. Dabei hätte ich doch viel besser zu Hause bleiben können und mir vielleicht ein paar Cartoons reinziehen können und vielleicht auch mal Minecraft spielen können und vielleicht andere Spiele. Aber nein, ich bin hier wieder in der Streberschule. Oh. Aber dagegen kenne ich ein Rezept. Erstmal die Füße hochlegen. Mhm. Pia, ich war mit Richie zusammen. Was? Richie aus unserer Klasse, der immer sonst so gemein ist. Der war total nett auf einmal. Echt? Und wir haben uns sogar geküsst und alles. Was? Wie bitte? Dich soll ich geküsst haben? Oh mein Gott, bitte nicht. Nein, nein. Gott sei Dank war das nur ein Traum. Du warst wirklich mit Richie zusammen? Oh Mann, ein ungleicheres Paar kann ich mir gar nicht vorstellen. Seit wann ist Richie denn da? Hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Oh Mann. Dieser verdammte Stuhl und mein Rücken tut voll weh und als ob ich so ein Mädchen meine Freundin nennen würde. Niemals. Hannah Vogel und ich. Ach Hannah, du kannst wirklich froh sein, dass du nicht mit Richie zusammen bist. Ich glaube, das würde überhaupt nicht gut gehen. Ihr könnt euch nicht ausstehen. Oh Mann, Pia, klar, du hast recht. Also, das war ein Albtraum. Ich wäre überhaupt nicht gern mit Richie zusammen. Ich bin so froh, dass ich Dave hab. Der ist einfach so toll und so süß. Also, was sagt sie da? Also, so schlimm bin ich doch auch nicht, oder? Wobei, doch schon, aber dabei, ich bin doch gar nicht hässlich und so. Ich sehe eigentlich ziemlich gut aus, sagt zumindest Mama immer. Aber trotzdem interessiert sich überhaupt kein einziges Mädchen für mich. Woran das wohl liegt? Ja, gut, okay, ich bin fies, aber so fies? Morgen, Leute, ich bin da. Ah, oh, hey, morgen, Dave. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich freue mich doch auch, Hannah. Guten Morgen. Komm, lass dich mal drücken. Bäh, dass ich das jetzt schon so am frühen Morgen sehe. Boah, da wird mir richtig schlecht. Hey, Richie, was ist denn mit dir los? Bist du etwa eifersüchtig oder was? Was, ich? Pass mal lieber auf, was du sagst. Und außerdem, mit Hannah niemals. Als ob ich so ein Mädchen toll finden würde. Pass mal auf, John. Also der Hannah, der werde ich noch einen richtigen Denkzettel verpassen. Aber sowas von. Oh, Richie, das war doch jetzt nur so ein Spruch von mir. Und ach, warum musst du denn direkt wieder übertreiben? Was hast du denn schon wieder vor? Oh, bin ich froh, dass der Unterricht endlich zu Ende ist. Komm, lass uns nach Hause gehen, Hannah. Oh, ich kann es auch kaum erwarten, nach Hause zu gehen. Wollen wir uns vielleicht heute Nachmittag noch verabreden? Klar, das können wir gerne machen. Richie, was willst du denn? Was willst du denn jetzt von mir? Ich darf doch hier im Klassenraum stehen, wo ich will. Also, was hast du für ein Problem? Ich wollte doch nur kurz was sagen. Also, Hannah! Oh, Richie, lass den Quatsch, hey! Wow! Du solltest nicht so viel Mann. Bücher mitnehmen. Hannah, was ist denn los? Ist dein Rucksack irgendwie zu schwer oder so? Oder bist du ausgerutscht? Ich hab's genau gesehen, das war Richie. Ich kann nicht aufstehen, kann mir mal jemand hochhelfen? Also das erinnert mich so ein bisschen an eine Schildkröte, die dann auf ihrem Panzer liegt und dann nicht mehr hochkommt. Also, oh bist Mann, du eine Richie, Schildkröte oder was? Du bist echt fies. Oh Mann. Richie ist so gemein, aber so ist er mir immer noch lieber, als wäre er mein Freund. Also das wäre überhaupt nichts. Die Menge tobt. Der jubelnde Julian ist unterwegs. Der Body Slam. Oh, der jubelnde Julian und ich muss hier liegen bleiben. Ich hab Angst. Achtung da unten. Machst du mir was gefasst? Ich das wird dein Verderben. Au. Daneben, ja. Oh nein. Oh, Emma, so wollten wir das aber nicht spielen. So läuft das beim Wrestling nicht. Das ist doch ein Showkampf. Also das ist so ein bisschen Show, aber auch ein bisschen echt. Du hättest da liegen bleiben müssen und nicht bewegen sollen. Och, Mann. Ich bin doch nicht Danke. Verrückt. Wenn du auf mich drauf springst, dann bin ich platt wie eine Briefmarke. Ja, aber das war halt ein Bodyslam. Muss so sein. Kinder, wie oft soll ich euch das noch sagen? Es wird nicht auf dem Bett getobt. Na, geht das noch kaputt? Ach, ihr werdet sowieso nicht auf mich hören. Julian, du musst gleich in die Kita. Also los. Emma, siehst du es nicht? Ich bin ein Naturtalent. Also ich sollte Wrestler werden. Auf jeden Fall. Oh, das wär's du? Doch. Ja. Ich glaube, für mich ist das nichts. Aber du kannst ruhig der jubelnde Julian sein. Stell dir das mal vor. Die ganze Menge tobt und du musst Eintritt zahlen, damit du mich sehen kannst. Was? Oh, oh. Ich bin doch deine Schwester. Ist egal, da musst du das Doppelte zahlen. Die Menge tobt, denn der jubelnde Julian möchte jetzt in die Kita. Ja, und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Julian, so kannst du doch nicht in die Kita gehen. Jubelnder Julian, bitte. Jodelnder Julian? Nein, jubelnder Julian. Ja, trotzdem, du musst was dir was denn? Anziehen.
Mama, das geht jetzt aber nicht. Das ist mein Wrestler-Outfit und man kann sich nicht einfach als Wrestler wieder umziehen. Man hat immer ein Outfit, vielleicht mal zwei, aber eigentlich eins nur. Und so sieht das aus. Tut mir leid. Ach, Julian, das ist mir sowas von egal. Also, du jodelnder Julian, Abmarsch in die Umkleide. Jubelnder Julian. Weißt du was, wenn ich später mal richtiger Wrestler bin, dann werde ich bei der Kasse deinen Namen hinterlegen und sagen, diese Frau nicht reinlassen, weil sie weiß meinen Namen noch nicht mal. Jodelnder Julian, was ist das überhaupt? Also Julian, ja, du bist reichlich spät dran. Also jetzt los zur Kita. Hey, morgen Brigitte, ich bin's, ich bin's ja, wie immer. Guten Morgen Julian, heute allerdings ein bisschen spät, oder? Ja, ich weiß, aber ich bin entschuldigt, ich hatte heute Morgen noch einen Showkampf, das musste sein. Ein Steht Showkampf? In meinem Vertrag, ja. Ob das hier wohl mein nächster Showkampf ist? Aber davon weiß ich ja gar nicht. Du, Steve, du weißt schon, dass das Boot ins Wasser gehört, oder? Oh, Julian, das weiß ich doch. Das war schon im Wasser. In der Toilette. Damit habe ich gespielt. Oh mein Gott, hättest du mir das nicht vorher sagen können, bevor ich das Ding angefasst habe? Oh, super. Also, gegen dich werde ich auf gar keinen Fall kämpfen. Nee. Morgen, Mädels. Na, alles gut? Na sicher, Julian. Wir haben dir schon hier im Bällebad einen Platz reserviert. Das ist ja klasse, dankeschön. Du, Kira, ich wollte dich mal was fragen, denn? Und zwar... könnte jetzt eine bisschen komische Frage sein, aber sag mal, hast du schon mal gewrestelt? Gewas? Okay, vertrau mir, also ich zeig dir jetzt, wie das geht. Wrestling, okay? Also, stehen bleiben und nicht bewegen. Okay. Bam, das war's mit dir! Was machst du da, Julian? Der muss anzählen, bis drei! Brigitte, komm mal schnell, Julian verhaut Kira! Julian, was tust du denn da? Geh sofort von Kira runter! Oh mein Gott, keine Panik, das ist doch nur Show, das ist Wrestling, also nur ein bisschen ist echt. Aber gar nicht außerdem, weh. Ich wiege gar nicht so viel, ja. Siehst du, Brigitte? Also, Kira, diese Runde ging jetzt an mich, ne? Willst du vielleicht gleich eine Revanche oder so? Das, was du kannst, das kann ich schon lange. Okay. So, und? Jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen, Ey, runter! Oh Mann, diese so läuft Kinder. Das aber nicht. Also, ich glaube, das ist nur Spiel und keine ernsthafte Schlägerei. Wenn die jetzt schon so aufgedreht sind, ob dann wohl meine Überraschung so gut ist, vielleicht mache ich das lieber an einem anderen Tag als heute. So, alle hinter mir her, wir gehen jetzt in die Turnhalle. Wollt ihr ein paar coole Moves sehen? Stopp mal ganz kurz. Julian, Sarah, Kira, nicht in die Turnhalle. Ich habe euch was zu sagen. Einmal herkommen. Jetzt in die andere Richtung. Oh, was ist denn? Die Moves kommen später. Also Kinder, ich habe heute eine kleine Überraschung. Wir bekommen heute Besuch. Aber dafür müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Vielleicht können wir irgendwie das Bällebad wegstellen. Das nimmt viel zu viel Platz ein. Stopp. Habe ich das richtig verstanden? Das Bällebad soll weg? Das kannst du doch nicht machen. Das gehört zu Kita dazu. Und wenn das weg ist, was machen wir denn dann? Julian, beruhig dich. Das Bällebad ist ja nicht für immer weg. Nur für heute. Ein paar Stunden. Du Berinde. Also, was ist denn heute die Überraschung? Also, eigentlich habe ich keinen Geburtstag. Ach, schon gut, Steve. Ich weiß, wann die Kinder Geburtstag haben. Das hat gar nichts mit dem Geburtstag zu tun. Diese Überraschung gibt's einfach so. Oh, jedes Mal Überraschung. Ich höre nur noch Überraschung. Was ist es denn? Sag es doch einfach. Ach, ich mach's gerne ein bisschen spannend. Also, die Überraschung müsste eigentlich jeden Moment hier sein. Wo bleibt er denn? Hier bin ich, Karate Pete. Habt ihr mich schon erwartet, Kinder? Hallo, Pete. Endlich bist du da. Wer interessiert sich für Kampfsport von euch? Was? Kampfsport? Du sollst ein Kampfsportler sein? Karate Pete? Was ist das denn für ein Name? Irgendwie ein bisschen komisch. Also, ich bin Kampfsport richtig gut. Ich kenne dich nicht, woher Karate Pete. Warst du mal im Fernsehen? Einmal im Fernsehen? Ich war schon unzählige Male im Fernsehen. Ich bin hier der Meister von Playmobil City. Ich habe den schwarzen Gürtel. Oh, das ist ja richtig cool. Aber bitte mich nicht verkloppen, okay? Also, ich kenne das noch nicht so gut. So, Kinder, als nächstes brauche ich einen Freiwilligen. Wer möchte denn ein paar Grundlagen im Kampfsport lernen? Was? Grundlagen? Also, das ist doch eigentlich für Anfänger. Aber hier, nimm mich, ich bin Profi-Wrestler. Na gut, junger Mann, dann zeig mal her, was du kannst. Also, als erst muss ich mal Folgendes sagen. Also, Wrestling und Karate, das kann man ja eigentlich nicht vergleichen, weil Wrestling ist ja, also, da muss man greifen und da muss man richtig werfen und richtig Body-Slams und so muss man es bei Karate auch. Gar kein Problem, das kann ich als erfahrener Kampfsportler auf jeden Fall. Wart mal ab. Okay. Na, was sagst du dazu? Wie ging das? Hey, lass mich wieder runter. Warum war das so schnell? Da ist mal jemand, der Julian richtig zeigt, wo es lang geht. Ich kann dich auch nach hinten schmeißen. Na, was sagst du dazu? So läuft das hier aber nicht. Oh Mann, das ist sowas von lustig. Julian, haha, endlich kriegst du mal ein Feld auf. Na, vielleicht ist dir das hier eine angenehmere Position. Was sagst du denn dazu? Ich will nicht mehr mitmachen. Na, du Profi-Wrestler, was sagst du dazu? Siehst du, beim Kampfsport lernt man noch einige Tricks und Kniffe. Aha, okay. Ja, also wenn ich erwachsen wäre und mich mit einem Kind anlegen würde, dann würde ich das auch schaffen. Voll der Angeber.
So, Kinder, wer möchte denn noch mehr lernen? Oh, ja, Freiwillige vor! Geh doch einfach weg! Oh, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen, auf gar keinen Fall. Also, das gibt Rache, auf jeden Fall. Am besten, wenn er gerade ein bisschen abgelenkt ist. Ja, wir wollen noch was lernen! Hier. Also, wenn alle dabei sind, dann bin ich wohl auch mit dabei. Hier, Karate-Pete. Na, warte, du Großmeister, das kriegst du jetzt zurück! Na? Nein, wie fühlt sich das an? Hier, gegen den jubelnden Julian, hä? Keine Chance jetzt! Na, wer ist jetzt der beste Kampfsportler, hä? Ich höre, hallo, ich höre, na? Du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt! Mi. So, kann ich noch irgendwas für dich tun, Prinzessinnen-Schloss? Brauchst du vielleicht ein Tuch für den ganzen Staub oder einen neuen Anstrich? Oh, was ist denn das schon wieder für ein Lärm? Mein Schloss muss sich gerade ein bisschen erholen! Oh, das kann doch nicht sein. Diese Wand muss doch irgendwie weg hier. Oh, mein Bohrer, der reicht dafür nicht. Ich brauche einen richtig echten und richtig starken. Oh, Julian, was machst du denn da schon wieder? Was soll das werden? Wie, was soll das werden? Die Wand muss hier weg. Aber Vorsicht, Vorsicht. Noch einen Schritt, dann bist du über der Zimmergrenze. Das weißt du, ne? Also, einen Schritt zurück wieder. Ganz langsam. Das ist hier meine Sache. Hat dich nicht zu interessieren. Aber du machst doch da die Wand kaputt. Und das ist auch meine Wand. Emma, ich versuche doch einfach nur, mein Zimmer zu vergrößern. Mehr will ich doch gar nicht. Ich störe damit niemanden. Ne? Und mein Zimmer soll einfach nur größer werden. Das war's. Also diese Bohrmaschine war wirklich ein cooles Weihnachtsgeschenk. Aber für die Wand bringt dieses Ding gar nichts. Also es müssen viel bessere Mittel ran. Und ich habe auch, glaube ich, schon eine Idee. Das ist eine Sache für den Onkel Stefan. Zum Glück ist die Nummer eingespeichert. Ah, Onkel Stefan? Ja, Julian hier. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Ja, natürlich ist das abgeklärt. Ja, meine Wand, die muss repariert werden. Ja, kaputt repariert werden. Irgendwie sowas. Bis gleich. Ach, hallo Julian, da bin ich. Wo klemmt denn der Schuh? Kann's losgehen? Hä, der Schuh? Nein, ich hab kein... Ach so, ja, das meinst du. Folg mir einfach, komm nach oben. Also, ich erklär's mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich nur mit dieser Bohrmaschine diese Wand hier wegmachen. In etwa so, aber es klappt nicht. Ach Julian, was du da hast, das ist doch Kinderspielzeug. Ich hab hier mal ein richtiges Werkzeug mitgebracht. Da brauchen wir etwas schwerere Maschinen. Achtung, ich setze zum Schlag an und im Nu ist die Wand erledigt. Oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, das wird ganz schön Ärger geben. Was ist denn das schon wieder für ein Lärm da oben? Was sind das für Geräusche? Oh, ich werde lieber mal nachsehen. Das ist bestimmt wieder Julian. So, Julian, ich glaube, das war's dann schon. Hier ist meine Arbeit erledigt. Oh, spitzenmäßig, Onkel Stefan. Genauso habe ich mir vorgestellt. Ein größeres Zimmer. Besser und, geht's gar nicht. Und jetzt? Stefan, was machst du denn hier? Und warum... Oh. Ach, hallo Claudia. Na, also Julian hatte mir Bescheid gesagt, dass ich die Wand hier entfernen soll. Ich bin Julian? Jetzt fertig. Aber Stefan, du, na, kannst doch nicht einfach, du kannst doch nicht einfach die Wand abreißen. Ich meine, Julian hat das gesagt? Das muss doch wenn von uns kommen. Also Stefan, so war das überhaupt nicht gedacht. Du wirst diese Wand sofort wieder hochziehen. Ach, Julian, du kannst doch nicht einfach irgendwie eigenmächtig was entscheiden. Also mach mal ganz ehrlich, ne? Ich hatte jetzt ein großes Zimmer. Endlich war ich mal zufrieden in meinem Leben. Und jetzt machst du wieder alles kaputt. Dankeschön, jetzt kann ich wieder in mein altes Zimmer. Super. Ach, da lass ich wirklich nicht mit mir reden. Eine Wand einfach so einreißen. Auf was für Ideen kommt der Junge denn? Julian, das war echt nicht witzig. Du hast doch gesagt, es wäre abgesprochen mit deiner Mutter. Und jetzt gab's richtig Ärger. Also weg da. Wir ziehen die Wand wieder hoch. Das hätte der beste Tag meines Lebens werden können. Also nach meinem Geburtstag. Aber ein größeres Zimmer, das wäre so schön. Und Emma, die hätte doch irgendwie woanders hinziehen können. In die Küche oder ins Badezimmer. Ich glaube, ich bin ganz froh, wenn das Ding wieder hochkommt. Ansonsten muss ich mir ja mit Julian ein Zimmer teilen. Oh, das geht gar nicht. So, stabil und fest steht die Wand. Und Julian, komm nicht nochmal auf die Idee, die Wand wieder abzureißen. Da werde ich einfach hier als Spitzenhandwerker von Kindern an der Nase rumgeführt. Also nein. Aber Onkel Stefan, das ist doch unfair, oder nicht? Ich stell dir das doch nur mal vor, ich in so einem kleinen Zimmer und so klein bin ich gar nicht. Ich brauch doch eigentlich ein viel größeres Zimmer. Aber gut, mir ist ja auch nichts gegönnt. Emma, weißt du was? Also, du hast auch Schuld. Du hast mir dabei gar nicht geholfen. Hättest du nicht sagen können? Ja, natürlich. Der Julian, der braucht ein größeres Zimmer, weil er ist ja mein größerer Bruder. Das war eine doofe Idee. Aber sowas kommt natürlich nicht von Emma. Ich hab die Idee. Viel bessere als du hattest. Komm mal mit, Julian, ich zeig dir was. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Zimmer unten viel größer sind als die Zimmer oben? Also die Zimmer, wo Mama und Papa eigentlich immer sind. Warte mal. Stimmt. Diese Zimmer hier, die sind doch... Ist ja doppelt so groß wie mein Zimmer. Oh Mann, du hast recht. Ja, und guck erst mal die Küche an. Die ist noch viel größer. Das ist doch ein Skandal. Das kann doch gar nicht sein. Mama und Papa, die geben uns extra die kleinen Zimmer. Aber selber sind die in die großen Zimmer. Das geht so nicht, auf gar keinen Fall. Hey, einmal zuhören, Mama, wir müssen mal ein erstes Wörtchen miteinander reden. Siehst du mich? Hörst du mich? Hey!
Ja, Julian, ich sehe dich. Du stehst direkt vorm Fernseher. Was möchtest du denn von mir? Es ist einfach ungerecht und unfair. Ich möchte ein größeres Zimmer. Danke. Oh, Julian, schon wieder? Ich meine, wir haben nur begrenzt Platz hier. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das ist doch toll, dass du dir kein Zimmer mit deinen Geschwistern teilen musst, oder? Ich sehe das genauso wie Julian. Unsere Kinderzimmer sind viel zu klein. Wir haben keinen Platz. Mhm. Kein Platz zum Schlafen und keinen Platz zum Spielen. Ach, Emma, da gibt's nichts zu diskutieren. Ihr habt eure Zimmer, die sind schön eingerichtet und so soll's auch bleiben. Ach ja, wir sind hier in der Mehrzahl. Du bist alleine und wir sind zu zweit. Mach mal ganz ehrlich, du bist sowas von fies und gemein, ne? Also das werde ich dir, glaube ich, nie verzeihen. Die nächsten 3 Tage nicht, nein. Komm, wir gehen jetzt einfach mal zu Hannah. Mal gucken, was sie zu diesem Thema zu sagen hat. Hannah? Hey Hannah, es gibt ein ganz, ganz ernstes Thema hier bei uns gerade. Ach, was ist denn, Julian? Willst du schon wieder mehr Taschengeld haben oder was ist los? Nein, darum geht's gar nicht. Guck dich doch mal um, Hannah. Dein Zimmer ist auch winzig klein. Ja, du hast recht. Also es ist ein bisschen größer als mein altes, aber es wäre schön, wenn es noch viel, viel größer wäre. Und wer hat denn jetzt an Pia gedacht? Schaut euch mal ihr Zimmer an oder ihr Haus, wie klein das ist. Also das ist sowas von eine unfaire Behandlung hier bei uns. Also unsere Eltern, die müssen was machen. Hannah, ich bin eben gerade noch mal ein paar Besorgungen machen. Passt du bitte auf Julian und Emma auf? Ja, Mama, mach ich. Bis später. Es ist Zeit, dass wir jetzt mal hier was ändern. Mama und Papa, wir werden sowieso nichts machen, deswegen machen wir das jetzt. Auf geht's. So, die Stühle müssen hier erstmal weg. Hier kommen jetzt meine Sachen hin. Ganz, ganz wichtig. Und außerdem, ich verstehe gar nicht, warum wir überhaupt eine Küche haben. Wir können auch immer beim Pizzadienst bestellen. Also, das verstehe ich nicht. Oh, klasse. Das ist mein neues Zimmer. Das wird richtig gut. Richtig gut. Jetzt fehlen nur noch meine Sachen. Und ich werde ins Wohnzimmer ziehen. Das wird mein neues Zimmer. Und ich werde dieses Wohnzimmer nehmen. Das finde ich richtig klasse. Die ganze untere Ebene gehört an uns, den Kindern. Also ich hol jetzt meine ganzen Sachen hier runter und ich ziehe direkt hier in die Küche ein. Oder ich würde eher sagen, in mein neues Zimmer. Tada! Na, was sagt ihr? Also besser geht's doch. Ich habe so viel Platz. Ich könnte, glaube ich, noch 2, 3 Betten hier aufstellen und einen neuen Tisch und vielleicht sogar einen Fernseher und ich glaube noch ein paar Tablets. Also ich habe so viel Platz jetzt. Und ich habe sogar mein eigenes Telefon. Da kann ich jetzt die ganze Zeit Telefonstreiche machen wie, hallo? Nee, hier ist nicht Julian Vogel. Hier ist der Weihnachtsmann. Nee, du kriegst keine Geschenke dieses Jahr. Und ich habe auch einen Kühlschrank, aber oh, da komme ich jetzt gerade nicht rein. Naja, egal, vielleicht später. Juan, guck euch mal mein Zimmer an. Ich habe ein Sofa und alles. Und einen eigenen Fernseher habe ich auch. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mit mir Cartoons zu gucken. Wie macht man das Ding überhaupt an? Und mein Zimmer ist das coolste von allen Zimmern. Das ist riesengroß und echt schön. Und ich habe jetzt auch eine richtig große Anlage. Da kann ich die Musik laut aufdrehen und tanzen. Hey Leute, ich bin wieder zu Hause. Oh, der Dienst war echt anstrengend. Tut mir leid, ich glaube, ich lege mich direkt hin. Hey Papa, herzlich willkommen hier in meinem neuen Zimmer in Julians Reich. Na, was sagst du dazu? Super, super Julian, super toll. Gefällt mir richtig gut. Ich gehe da nach oben. Warum sagst du denn jetzt nichts dazu? Ach Mann, also das scheint ihn ja aber auch gar nicht zu stören. Also es ist in Ordnung. Hallo Papa, guck doch mal. Achtung, nicht auf meine Kutsche treten. Ach, Emma, weißt du was? Ich glaube, ich schaff's noch nicht mal nach oben. Ich lege mich direkt hier aufs Sofa. Oh, das war so anstrengend heute. Papa? Oh, Papa, raus aus meinem Zimmer! Hat einfach mein Zimmer mit dem Wohnzimmer verwechselt. Oh, ich finde das total doof. Ich möchte sofort mein eigenes Zimmer zurückhaben. Wir müssen alles zurückbauen. Papa soll aus meinem Bett verschwinden. Oh, Mama, wirklich. Also, ich bin alt genug. Ich weiß, wann ich ins Bett muss und ich bin noch nicht müde. Also möchte ich auch noch nicht schlafen. Was ist dein Problem, Mama? Oh, Julian, doch nicht schon wieder das Thema. Doch. Eure Bettzeiten sind festgelegt. Ihr geht immer zur selben Uhrzeit ins Bett. Und außerdem hörst du dich irgendwie erkältet an. Ab in die Federn mit dir. Oh, Mama, meine Nase läuft ein bisschen. Ich habe ein bisschen Husten. Mehr ist es gar nicht. Und außerdem, nein, ich möchte nicht ins Bett. Ich bleib jetzt hier. Ich will auch gar nicht ins Bett. Ich bleib jetzt hier liegen. Nö, und ich schlafe auch nicht. Ich bleib die ganze Nacht wach. Julian? Also, ich werde jetzt Emma ins Bett bringen. Wenn du jetzt immer noch hier auf dem Boden liegst, wenn ich zurück bin, dann gibt's aber richtig Ärger. Ja, gut. Kann ich mich drauf einstellen, Mama. Oh, Papa, das ist doch echt nicht dein Ernst. Ich bin eben erst mit den Hausaufgaben fertig geworden. Und ich will jetzt echt doch meine Freizeit haben. Ich bin schon ein Schulkind. Ich kann länger aufbleiben. Der Papa hat gesprochen und Papa hat gesagt, dass du jetzt ins Bett sollst. Also, Marsch. Oh, Papa, keine du verwechselst mich, glaube ich, mit Julian und Emma. Ich bin kein Baby mehr. Außerdem, Dave, der darf immer eine halbe Stunde länger aufbleiben ach so. Als ich. Ja und? Also, wenn Dave hier wohnen würde, dann können wir gerne darüber diskutieren, aber so nicht. Also, gute Nacht, Madame. Nee, ich leg mich jetzt nicht hin. Mach ich nicht. Das kann Papa sich hinter die Haare schmieren. Ach, Emmerlein, wären bloß alle so wie du. Du bist so brav.
Ach, ich verstehe das echt nicht, was so schlimm daran ist, früh ins Bett zu gehen. Na gut, heute will ich auch nicht früh ins Bett. Heute ist Quiznight. Aber ansonsten könnte ich schon um 6 Uhr schlafen gehen. Julian Vogel, was soll das hier werden? Ich hab doch gesagt, wenn du jetzt immer noch hier bist und nicht im Bett, dann gibt's Ärger. Aha, okay. Ja gut, was soll ich machen? Dann gibt's halt Ärger. Aber ich schau so lange meine Videos, okay? Also bisschen leise, Mama, okay? Und Schatz, bist du bereit? Oh, Claudia, was ist denn mit unserer Quiznight? Oh, Julian ist ja immer noch wach. Also ich habe meine Aufgabe erledigt. Hanna, die liegt jetzt im Bett. Julian, jetzt wirst du aber auch hier noch frech, ne? Wenn ich dir was sage, dann sollst du darauf hören. Ja, aber ich kann mich doch nicht so früh ins Bett legen. Ich bin doch gar nicht müde. Und ich bin auch nicht müde. Ich gehe nicht ins Bett. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich finde, man sollte das nicht machen, was die Eltern sagen. Wenn man nicht müde ist, geht man nicht ins Bett. Hanna, sag mal, was machst du denn hier? Oh, ich hab dir gesagt, du sollst dich hinlegen. Ich hab gute Nacht gesagt. Und ich hab dir gesagt, dass ich mich nicht hinlege. Du bist aber... Ich bin dein Vater. Oh, was ist denn hier los? War der Weihnachtsmann schon da? Oh, super, Leute. Jetzt habt ihr die Einzige geweckt, die hier am Schlafen war. Ach komm, Emma, geh wieder ins Bettchen. Alles in Ordnung. Geh wieder schlafen. Also, das ist jetzt das allerletzte Wort, was ich hier spreche. Ihr geht jetzt alle ins Bett. Gute Nacht und ihr bleibt auch im Bett, damit das klar ist. So, süße Träume, würde ich mal sagen. Boah, also, nee, ich möchte jetzt nicht ins Bett. Was sagst du dazu, Hanna? Also, ich sehe das genauso. Ich finde nicht, weil die Eltern sagen, dass man ins Bett muss und müde sein muss, dass man dann auch wirklich müde sein muss. Das ist ein Skandal, sage ich dir. Also, ich bin müde. Ich bin damit nicht einverstanden. Nein. Wir müssen uns dagegen auflehnen. Stell dir mal vor, Mama und Papa sagen demnächst, wir sollen mittags schlafen oder nachmittags. Das wäre der größte Skandal. Und dann müssen wir uns auf einmal hinlegen und müde sein. Nein, das machen so wir nicht. So nicht. Oh, Mittagsschlaf klingt echt gut. Also ich mache gerne Mittagsschlaf und am liebsten auch noch mit einer schönen heißen Tasse Kakao vorher. Ich sag dir, das wird eine Revolution hier bei Familie Vogel. Die Kinder von Familie Vogel wollen bessere Schlafenszeiten. Ja, genau, das fordern wir. Genau, wir wollen selber entscheiden. Oh, also ich bin fix und alle jeden Abend das Gleiche mit denen. Und dann auch noch heute zur Quiznight. Oh, kein schlechterer Zeitpunkt. Oh, ich weiß echt nicht, woran das liegt, Martin. Machen wir irgendwas in der Erziehung falsch? Warum klappt das bei uns nicht? Claudia, Schatz, Claudia, es ist doch vorbei, es ist doch vorbei. Wir machen alles richtig. Und guck, der Fernseher ist an, das Quiz läuft und wir haben ja auch Torte und ein bisschen Tee. Na, entspann dich, es wird alles gut, das wird unser Abend. Ach, du hast recht, Martin. Tief ein- und ausatmen. Mhm. Ach, die Show geht los. Ach, dieser Moderator, der ist sowas von sympathisch, richtig Find nett. Ich auch, ja. Mhm. Wir, die Kinder von Familie Vogel, wollen bessere Schlafenszeiten und wir wollen besseres Essen. Das ist unsere Forderung und unser Recht. Julia, bist du jetzt völlig wahnsinnig geworden? Wo kommt das Megafon her? Das ist ja völlig verrückt. Was? Das soll verrückt sein? Nein, nein, verrückt ist es, dass wir immer noch nicht die gleichen Rechte wie ihr habt. Also, wir möchten bessere Schlafenszeiten, viel, viel bessere. Und das muss angepasst werden hier in diesem Haus. Und gleichzeitig fordern wir ein Wahlrecht aufs Badezimmer. Wer darf zuerst ins Badezimmer? Die Eltern oder die Kinder? Bisher durften immer die Eltern zuerst rein. Ja. Das soll sich jetzt ändern. Oh. Kann ich jetzt eine Tasse Kakao bitte haben? Eigentlich wollte ich doch nur einen Kakao vom Schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Kinder, ich verstehe euch einfach überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Ihr müsst doch hier nicht demonstrieren. Ich meine, wir sind doch total nett zu euch. Warum seid ihr denn so böse zu uns? Was? Wir sind die Bösen hier? Nein, nein, nein. Wir sind die Guten. Ihr seid die Bösen. Außerdem fordern wir mehr Streichelzoos in Playmobil City. Ich glaube, das war eine andere Demonstration. Oh, Kinder, ich verstehe die Welt nicht mehr. Einmal die Woche ist unsere Quiznight. Da wollen Papa und ich ganz in Ruhe mal Fernsehen gucken. Aber ihr müsst jedes Mal dazwischen funken und heute besonders schlimm. Ja, also, das passiert nur einmal die Woche, Kinder. Und ihr startet hier schon eine Revolution. Also, so geht das nicht, Kinder. Nee, nee, nee. Also, ich habe gesagt, ab ins Bett. Also, gute Nacht. Ich sag's jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Wie, was? Quiz? Was für ein Quiz? Ach so. Warte mal. Hanna, da könnten wir doch was... Ah, ja, Julian. Ich weiß, was du meinst. Also Mama, wir haben ein Angebot. Wir schauen die Quizshow und wenn wir 2 Fragen richtig beantworten, dann dürfen wir heute so lange aufbleiben, wie wir wollen. Einverstanden? Also Hanna, darauf lasse ich mich nicht ein. Ihr sollt ins Bett gehen und nicht mit uns verhandeln. Claudia, ich habe eine Idee. Schatz, lass du doch. Das ist doch das Quiz. Die Fragen werden die niemals wissen können. Das sind doch nur Fragen für Erwachsene. Meinst du? Nein, niemals. Okay, Kinder, ist geborgen. Machen wir. Also gut. 2 Fragen hintereinander richtig beantworten von der Quiznight. Ich bin gespannt. Oh, ich hoffe, die schaffen es nicht. Dann bin ich mal gespannt, was für Fragen jetzt kommen. Ich hoffe, das sind richtig schwierige, gleich am Anfang. Okay. Hanna, meinst du aber, wir schaffen das? Weil auf jeden Fall. Ich war einmal bei dieser Quiznight dabei, bei Mama und Papa. Und die Fragen sind wirklich schwer. Manche Wörter kenne ich gar nicht. Wir kriegen das schon hin, Julian. Emma, was sagst du dazu?
Oh, naja, okay, Emma weiß sowieso nichts. Es geht los, also, was ist die erste Frage? Wer hat die Relativitätstheorie erfunden? Martin, das wissen die niemals. Niemals? Ja, hier, ich weiß es. Also, das war Einstein, Albert Einstein. Und die Lösung lautet Albert Einstein. Ja! Wie bitte? Hanna, woher weißt du sowas? Wow. Das stand bestimmt wieder in so einem klugen Buch drin, was du liest. Oh nein! Yes! 1-0 für uns! Also, wir müssen jetzt noch eine Frage richtig beantworten. Oh, das habt ihr nicht gedacht, ne? Hanna, also, heute finde ich es richtig gut, dass du klug bist, aber sonst nicht so. Hanna, woher weißt du das? Und das, also, gut, ich glaube, ich wusste es, aber ich hatte eigentlich jemand anderen im Kopf. Aber, nee, Tesla war das nicht. Oh, okay, da kommt die nächste Frage. Nennen Sie den ersten Skateboarder, der es geschafft hat, ein 900 zu stehen. Was? Eine Frage über Skateboard? Das weiß ich. Das war Tony Hawk. Julian, bist du dir sicher? Denk lieber nochmal drüber nach. Ich bin mir sicher. Wart's nur ab. Und die Antwort lautet Tony Hawk. Nein. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das hätte ich niemals gewusst. Seit wann kommen denn so welche Fragen dran? Oh Gott. Komisch. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir können so lange aufbleiben, wie wir wollen. Emma, steh auf, du musst nicht schlafen. Hey, du Schlafmütze. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen. Julian, wir sind endlich frei. Wir dürfen ein Leben lang so lange aufbleiben, wie wir möchten. Und unsere Eltern dürfen nicht mehr uns ins Bett schicken. Das ist so schön. Nie wieder. Stopp. Heute Abend heißt es. Also, ihr habt zwei Fragen beantwortet und heute Abend dürft ihr so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Das war die Vereinbarung. Nicht für immer. Oh, super, Hanna, du hast heute gesagt. Oh, ich meinte aber eigentlich für immer. Ich meinte das Quiz heute Abend. Oh, super. Mist. Ach, das war ja wohl nur ein kleiner Triumph für die Kinder. Bin ich froh, dass die jetzt nicht jeden Tag so lange aufbleiben können, wie sie wollen. Oh. Julian, worauf wartest du noch? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Jetzt leg los. Oh nee, auf gar keinen Fall. Ich küsse doch diese Puppe nicht. Ich bin doch nicht total verrückt. Und dann sieht das doch jemand, also du, und erzählst das dann in der Kita. Auf gar keinen Fall. Oh, Julian, du hast mir das versprochen, also... Stimmt doch gar nicht, du heiratest jetzt diese Puppe! Was? Niemals! Heiraten? Bist du total verrückt geworden und dann noch diese Puppe? Niemals! Ich werde nicht heiraten, und ganz bestimmt nicht mit deiner Puppe. Ach, Pippi, mach dir keine Sorgen. Ehemänner bekommen manchmal vor der Hochzeit noch kalte Füße, so nennt man das. Da kriegen die einfach total Angst und machen sich ins Hemd. Als ob ich jemals heiraten werde. Außerdem bin ich noch ein Kita-Kind, das... Nein, später möchte ich auch nicht heiraten, auf gar keinen Fall. Ich möchte hier immer in meinem Zimmer bleiben, immer in meinem Ritterbett schlafen, ja, mein Leben lang. Julian, was habe ich da gehört? Du willst niemals heiraten? Also, Julian, ich weiß, du bist noch ziemlich jung, aber später wirst du es verstehen. Also, der Hochzeitstag ist sowas von wunderschön. Oh, Papa, war klar, dass du das sagst. Genau wie Mama. Also, ich werde nicht heiraten, das steht fest. Ach, Julian, also bitte. Claudia, Schatz, kommst du mal? Du, Schatz, erinnerst du dich noch an unseren Hochzeitstag? Ja, selbstverständlich. Und erinnerst du dich noch an den Tanz? Ach, der war so schön. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ach, selbstverständlich doch, mein Lieber. Ich habe jetzt auch auf gar keine Lust. Nein. Zum Glück war ich nicht bei eurer Hochzeit dabei. Ich bin hier weg. Oh, ich krieg hier noch zu viel. Alle in so einer romantischen Stimmung und wollen heiraten und sind verliebt und so. Auf gar keinen Fall. Was macht er? Hanna, können wir ein bisschen was spielen? Können wir raus? Vielleicht das Wetter ist wieder gut. Nein, Dave, leg du als erstes auf. Ach, du bist so süß. Nein, du. Hanna. Oh, Julian, Hanna. Lass mich in Ruhe. Dave, Julian ist gerade hier. Dave, legst du dann auf? Ja, ich hab dich auch ganz doll lieb. Ich hab dich aber viel mehr lieb als du mich. Oh mein Gott. Ganz doll, bis zum Mond und zurück. Oh Gott. Ich krieg hier völlig zu viel. Was ist denn hier los? Alle hier verliebt und so. Kannst du dich einfach mal auflegen? Und alle reden hier über Liebe und Roman. Aber ich habe keine Lust bis zum Mond und wieder zurück. Ja, das geht doch gar nicht. Mama, eins möchte ich mal klarstellen. Was denn? Ich werde niemals heiraten oder auch so richtig verliebt. Also ach, Julian. Vielleicht nur ein bisschen, aber heiraten werde ich niemals. Sag doch sowas nicht. Nein. Ach, Julian, du bist noch ein bisschen jung dafür. Aber wenn du älter bist, dann wirst du genau das heiraten, was du am meisten liebst. So wie ich deinen Vater und dein Vater mich. Warte mal. Habe ich das richtig verstanden? Also das, was ich liebe, das heirate ich, oder? Ist das richtig, Mama? Genau. Okay, super Idee. Familiensitzung in 5 Minuten unten im Wohnzimmer. Bis gleich, alle. Was? Also worum geht's denn hier überhaupt? Was ist denn, Julian? Wir haben gerade alle ein bisschen zu tun. Ich habe gar keine Zeit gerade. Oh, mir ist langweilig. Also, ich habe was Wichtiges zu verkünden. Es geht darum, dass ich bald heiraten werde. Oh, na endlich, Julian. Ich habe doch gesagt, die Puppe wird sich richtig drüber freuen. Gut, dass du dich so entschieden hast.
Nein, auf gar keinen Fall, Emma, wie du überhaupt auf den Gedanken kommst. Nein, nicht mit der Puppe. Also, Mama hat gesagt, ich darf das heiraten, was ich liebe. Und ich liebe Geld, also ich werde Geld heiraten. Ja, das werde ich später mal machen oder vielleicht auch früher mal. Oh Mann, wie kann man so bescheuert sein? Julian, der spinnt. Ich muss Hausaufgaben machen, also ich kann mir das nicht weiterhin geben. Ja gut, okay, dann bist du nicht bei der Hochzeitsfeier dabei. Tut mir leid, also ich werde keinen Platz für dich reservieren. Mm-mm. Julian, so war das aber nicht gemeint. Du willst später mal Geld heiraten? Ja, aber du hast gesagt, das, was man liebt. Und ich liebe Geld. Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Also Mama, ganz ehrlich, erst sagst du, ja doch, du kannst heiraten, was du liebst und ich liebe Geld. Und jetzt sagst du, nein, das geht nicht. Also ich verstehe das alles nicht. Julian, also das ist alles so kompliziert. Geld ist, das ist doch eine Sache. Ich dachte ja, eher an Menschen, an Personen, die du heiraten kannst, wenn du sie liebst. Aber doch nicht Geld. Nö, Mama, ist mir egal, aber ich liebe Geld halt viel mehr als vielleicht irgendwelche Menschen oder vielleicht auch nicht. Das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt alleine sein. Ich gehe nach oben. Die Liebe meines Lebens, mein Taschengeld. Ich liebe euch. Ist mir egal, was Mama sagt. Ich werde später mal Geld heiraten. Und dann gehört alles mir. Ach, Julian, es tut mir leid, aber ich muss da jetzt nochmal dazwischen funken. Du kannst kein Geld heiraten. Das geht einfach nicht. Doch, Mama, das geht, weil wenn ich Geld heirate, dann gehört ja das ganze Geld auf der Welt mir und das ist doch super. Und wenn jemand Geld haben will, muss er erst zu mir, weil ich bin ja verheiratet mit Geld. Julian, jetzt wird's aber richtig urkomisch. Wieso? Wenn du etwas heiratest oder jemanden, dann gehört dir das nicht. Ja, und wenn, also das ganze Geld gehört dir dann doch nicht, sondern nur das Geld, was dir gehört. Hä? Also dein Besitz. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt Geld heiraten würde, dann würde das ja auch Geldvogel heißen oder Vogelgeld. Und das heißt, alle müssen erst zu mir kommen, weil das Geld gehört ja zu mir. Vielleicht nicht mir, aber es gehört ja zu mir. Ach herrje. Also Julian, ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das jetzt noch erklären soll. Ist doch super einfach. Nochmal von vorne. Erstens, du kannst Geld nicht heiraten. Und zweitens, wenn du Geld doch heiraten willst, dann nur dein Taschengeld. Aber nicht das ganze Geld von diesem Planeten. Was? Wieso denn nicht? Aber, och Mann, ja, dann lohnt sich das ja gar nicht. Ja, gut, okay, dann werde ich später halt normal heiraten, so wie ihr wahrscheinlich. Ach, das freut mich aber. Toll. Ich hoffe, ja, ich bin eingeladen. Langweilig. Ach, gut, dass du es eingesehen hast. Ich werde schon mal in Gedanken deine Hochzeit planen. Ach, du wirst toll aussehen in dem Smoking. Tut mir leid, aber unsere Liebe, die wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Es liegt nicht an dir, es liegt wirklich an mir. Tut mir leid. Was ist denn, Julian? Heiratest du jetzt doch nicht das Geld? Nein, das geht nicht. Oh, das finde ich super. Also komm mit in mein Zimmer. Pippi wartet schon auf dich. Was? Du musst noch die Ehe mit einem Kuss besiegeln. Nein! Komm schon! Oh Mann, nein, niemals. Ich werde nicht heiraten. Auf gar keinen Fall. Guten Morgen, Kinder. Ich habe direkt eine wichtige Nachricht für euch. Also in Playmobil City findet demnächst eine Mathe-Olympiade statt. Oh, Mathe-Olympiade? Das klingt ja spannend. Wobei, ich habe demnächst gesagt, oder? Also demnächst heißt morgen. Und aus unserer Klasse dürfen 2 Schüler oder Schülerinnen teilnehmen. Oh Mann, das kann ich mir direkt abschminken, selbst wenn ich daran teilnehmen wollen würde. Ich kann überhaupt kein Mathe. Oh, ist das aufregend. Ich würde so gerne daran teilnehmen. Ich liebe Mathe. Wie bitte eine Mathe-Olympiade? Das geht doch gar nicht. Es müsste, wenn, dann eher Streber-Olympiade heißen. Ja, weil da nehmen ja auch nur Streber dran teil. Und wir machen das wie folgt. Also gleich kommt eure Mathelehrerin und die händigt so einen Test aus, ne? Und die 2 Besten werden dann an der Mathe-Olympiade teilnehmen. Kinder, ich muss dann auch schon wieder los. Wir sehen uns dann später, ja. Und viel Glück beim Test, würde ich sagen. Du, Hanna, was meinst du? Meinst du, ich habe irgendeine Chance, bei dieser Mathe-Olympiade teilzunehmen? Also irgendwie hätte ich schon Lust drauf. Ja, Dave, warum nicht? Du bist doch gut in Mathe. Also ich hätte auf jeden Fall total Lust darauf. Da trifft man dann andere Schüler von anderen Schulen und kann sich mit denen messen. Hallo, ich bin jetzt da. So, Carola, ich übergebe dann, ne? Du weißt ganz genau, wie das hier heute abläuft, oder? Ach, aber selbstverständlich doch, Herr Chillig. Also ich werde direkt hier diese Tests austeilen und jeder füllt diesen bitte still für sich alleine aus. Dave, der Test sieht total einfach aus. Das sind alles Sachen, die wir schon gemacht haben. Also Hanna Vogel, das geht jetzt natürlich auch für dich. Den Test alleine ausfüllen, nicht quatschen. Ja, mach ich ja. Oh Mann, das sieht alles wirklich gar nicht schwer aus. Ja, was soll das denn schon wieder? Ich verstehe diese Themen gar nicht. Was, das hatten wir schon mal? Da muss ich gefehlt haben, wie sonst auch. Oh Mann, ich verstehe gar nichts. Psst, du, hey Richie, sag mal, weißt du, was bei Aufgabe 2a kommt? Also das Ergebnis? Ach, was höre ich denn aus der letzten Reihe, John? Jetzt ist aber Ruhe, ich ermahne dich das letzte Mal, sonst fliegst du raus. Wie weit ist denn Hanna eigentlich? Wow, die ist ja super schnell unterwegs. Boah, und das sieht ja alles richtig aus. Oh Mann, die ist echt gut.
So, die Zeit ist jetzt mittlerweile verstrichen. Ich bitte euch abzugeben. Stifte weglegen. Auch du, Hanna Vogel. Jetzt nicht noch in die letzten Sekunden irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen. Mach ich doch gar nicht. Ich hab doch schon alles. Ich bin schon seit 5 Minuten fertig. Ach ja, seit 5 Minuten fertig? Naja, diese Gedankenergüsse würde ich jetzt gern mal gleich sehen. Bestimmt alles falsch. Gehe ich von aus. Und wie war's bei euch? Also ich glaube, ich habe alles richtig. Also ich fand das überhaupt nicht schwer. Du warst ja auch ziemlich schnell durch, habe ich gesehen. Frag nicht nach, Dave. Das war alles falsch, wette ich. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auch ein ziemlich gutes Gefühl diesmal habe. Also es kann wirklich sein, dass ich an dieser Mathe-Olympiade teilnehmen werde. Ja, nicht, dass ich hinterher enttäuscht bin, aber ich habe gerade das Gefühl, als hätte ich alles richtig. Also ich habe wirklich jede Aufgabe gemacht und ich wusste alles. Hey, kann ich mal durch? Ich muss auf Toilette. Ist ja auch egal. Lass uns am besten nicht weiter darüber reden. Okay, ja. Das war echt ein Schuss in den Ofen. Also gut, ab auf den Pausenhof. Wer als erstes unten ist? Ach, sieh mal einer an, die Streberin. Natürlich, du willst in die Pause? Wie? Wirklich, du willst in die Pause? Du willst jetzt in der Pause hier nicht lernen? Für die Mathe-Olympiade? Oh, ich bin geschockt. Ach, Reggie, sei doch nicht immer so. Du bist doch bestimmt nur wieder neidisch. Würdest doch auch gerne an so einer Olympiade teilnehmen, oder? So, ich habe mir dann mal eure Tests zur Gemüte geführt und ich muss sagen, die waren ziemlich schlecht, aber 2 waren doch ganz gut. Die erste Person, die mitfahren darf zur Mathe-Olympiade, ist Dave. Wow, jetzt wirklich? Also, okay, der Test war nicht schlecht, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Aber hey, super. Oh, Dave, richtig super. Ich freue mich total für dich. Stell mal vor, wir könnten zu zweit dahin fahren. Das wäre so schön. Das wäre echt cool. Und die zweite Person, die mitkommen darf zur Mathe-Olympiade, ist Luisa. Ich? Oh, klasse. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Für euch beide geht's dann morgen früh direkt mit dem Bus los zur Olympiade. Ihr habt morgen dann keinen Unterricht. Und für alle anderen, ihr solltet besser Mathe lernen. Du, Dave, also ich freue mich ja wirklich total für dich. Aber ich wundere mich. Ich hatte doch auch alles eigentlich richtig. Ich verstehe das gar nicht. Also, ich finde das auch ein bisschen komisch, weil ich hatte im Test mal zwischendurch rübergeschaut und wir hatten eigentlich das Gleiche. Aber ich habe nicht abgeguckt, wirklich nicht. Also nur bei einer Aufgabe. Und deswegen wundert es mich gerade, dass du nicht mit zur Mathe-Olympiade kannst. Irgendwie komisch. Entschuldigung, kann ich Sie mal was fragen? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich einen ganz guten Test geschrieben habe. Wie viele Punkte habe ich denn gemacht? Also, Hanna Vogel, du hast wirklich eine Selbsteinschätzung, die ist total daneben. Du warst definitiv nicht gut, sonst könntest du ja mitfahren. Die Ergebnisse, die kommen direkt jetzt zum Direktor. Und Carola, wie ist es gelaufen? Sind wir gut gewappnet für die Mathe-Olympiade? Ja, Herr Chillig. 2 Schüler aus der Klasse dürfen mitkommen zur Mathe-Olympiade. Die anderen leider nicht. Dave und Luisa, die hatten tolle Ergebnisse. Ah, okay, die fahren mit. Alles klar. Ah, ich sehe schon. Der Test von Dave. Ja, wirklich gut, gut, gut. Oh, fast alle Aufgaben richtig. Ich glaube, nur bei der einen Teilaufgabe hatte er Probleme. Sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Und hier, das ist ja der Test von Hanna und die hat sogar alles richtig. Sie hat nichts falsch und das ist komisch, warum fällt sie denn nicht mit? Also wenn ich mir jetzt hier alle Tests nochmal genau anschaue, dann ist ganz klar, wer zur Mathe-Olympiade muss. Also Dave, okay, und Hanna, definitiv. Was hat denn Carola da schon wieder gemacht? Also, vielleicht hat sie sich einfach vertan oder so. Aber ich kann Luisa jetzt auch nicht zu Hause lassen. Ja gut, dann gehen halt 3 Kinder zur Mathe-Olympiade. Hi Kinder, du Hanna, können wir mal kurz unter 4 Augen sprechen bitte? Ja, was ist denn? Du Hanna, also es geht nochmal um den Test für die Mathe-Olympiade. Herr Chillig, also ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte das alles. Ich verstehe auch nicht, warum der bei mir so schlecht ausgefallen ist, dass ich nicht mit darf. Nein, also deswegen wollte ich dich ansprechen. Also du warst nicht schlecht. Du warst echt klasse. Also dein Test war überragend und deswegen wirst du auch mit zur Mathe-Olympiade fahren. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wirklich, Herr Chillig? Mhm, genau. Das kann ich gar nicht glauben. Oh, danke schön. Also du bist dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann erwarte ich dich morgen im Bus. Kinder, es geht jetzt los. Oh, ich freue mich tierisch auf die Olympiade. Ein Tag im Zeichen von Mathematik. Herrlich. Ach, hey, ihr beiden, ihr seid ja auch mit dabei. Hey, Hanna. Ich habe auch echt nichts anderes erwartet. Natürlich seid ihr beiden bei der Mathe-Olympiade dabei. Ja, ihr natürlich. Seid schließlich die Nerdies. Wir sind Klaro. Der Nerdy-Club. Wir müssen dabei sein. Oh mein Gott, ich glaube, mir wird schlecht. So viel Streber auf einem Haufen. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Also, Dave, ich drück dir beide Daumen. Das wird sicherlich gut. Viel, viel Glück bei der Mathe-Olympiade. Hanna, was machst du denn hier? Du solltest doch gar nicht mitfahren, nur Luisa und Dave. Also, Herr Chillig hat gesagt, ich darf auch noch mitfahren. Wie bitte? Aber ich habe doch die Auswertung vorgenommen. Du kommst nicht mit. Hier kann nicht jeder mitfahren, der will.
Aber Herr Chillicht hat mich gestern extra nochmal angesprochen. Der hat gesagt, dass mein Test auch richtig gut war und dass ich mit darf. Das geht aber nicht. Wir haben nur begrenzte Plätze. Der Bus ist jetzt voll. Du musst hier bleiben. Carola, was ist denn hier schon wieder los? Die Hanna kommt selbstverständlich mit. Ach, Hanna, wegen dir werden wir uns noch blamieren bei der Olympiade. Du bist keine Vorzeigeschülerin. Das wird total peinlich für mich als deine Lehrerin. Es geht los. Auf zur Mathe-Olympiade. Yay. Hey, Hanna, hier ist Pia. Ich wollte mal fragen, wie diese Mathe-Olympiade gelaufen ist, bei der du doch teilgenommen hast. Hallo Pia, schön, dass du anrufst. Es war total klasse. Da waren ganz, ganz viele Schüler von allen möglichen Schulen. Und rate mal, wer gewonnen hat. Unsere Schule hatte die besten Platzierungen und wir haben jetzt einen tollen Wanderpokal und den durfte ich mit nach Hause nehmen.